Hallo ihr Lieben, ihr bekommt jetzt einen Action-Live-Rundgang. Oh, auf Instagram haben mir schon so viele geschrieben. Lisa, du hast gesagt, du machst jeden Monat einen Action-Live-Rundgang. Wo ist der vom letzten Monat? Es tut mir so leid. Ich habe schon Action auch mal mitgefilmt live, aber nicht wirklich nur so ein separates Action-Live-Rundgang. Ich habe es dann immer gemischt mit DM oder mit einem Vlog oder. Jetzt hat im Juli bekommt ihr ganz aktuell, ganz frisch einen Action-Live-Rundgang. Ich brauche eigentlich nur eine Sache. Ich möchte schauen, ob die... Ich bin kaum mehr geschminkt. Ich weiß gar nicht, ist das euch aufgefallen? Ein bisschen Lippenstift. Und meine aufgeklebten Wimpern finde ich mega praktisch. Die halten 7 Tage lang. Du kannst mit denen schlafen und alles machen. Ich will nur mal gucken, ob der Action auch sowas hat. Vielleicht vergünstigt er, ob das besser ist. Ich hatte andere drauf, die waren kacke. Ja, jetzt muss ich halt ein bisschen rumprobieren, ne? Also ich will ja nicht immer so viel zahlen. Vielleicht muss ich doch wieder zu den teuren, ne? Vielleicht habe ich 20.000 Mal günstig gekauft, wie ich euch immer sage. Günstig 1.000 Mal kaufen bringt auch nichts, wenn man einmal gescheit kauft. Also die, wo ich habe, die sind super, aber die sind mir zu wenig. Ja, deswegen schaue ich mal im Action, ob ich kräftigere finde. Ich wie so... Vielleicht gibt es da ja sowas zum Ausprobieren, günstig und so. Ihr wisst Bescheid. Und ich nehme euch mit. Schauen wir mal, was es Neues gibt. Ich habe letztens schon gesehen, es gibt so viele neue, schöne Sachen. Auch Deko-Sachen. Und ja, unser Wetter, wie ihr seht, lässt zu wünschen übrig. Ich weiß nicht, der Sommer ist kaputt. Sommer 2024 kaputt, weil wir haben Juni und es regnet nur und es regnet und es regnet und es regnet. Ich bin ja aus Bayern. Keine Ahnung, wie es bei euch ist. Ganz viele aus Berlin und so schreiben, ja, bei mir scheint die Sonne. Sehr schön, bei mir nicht. Ich ziehe nach Berlin jetzt, echt. Ja, deswegen kriegt ihr jetzt einen Action-Live-Rundgang. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr wisst, über einen Daumen nach oben freue ich mich immer riesig. Das ist mein Feedback, dass es euch gefällt, dass ich euch öfters mitnehme und wieder regelmäßig einmal im Monat einen Action-Live-Rundgang mache und euch zeige, was es Neues im Action gibt. Los geht's. Das ist übrigens unser tolles Forettel. Da gibt es so einiges und hinten ist der Action. Los geht's. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwelche Schnäppchen aufblasbarer Familienpool. Nein, wir haben Whirlpool, das braucht man nicht. Ich hoffe, ich rede nur nicht zu laut oder zu leise, weil ich habe doch diese Ohrprobleme. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß das. Oh, das ist ja cool. Sonnenschirmchen. Schauen wir mal. Da gibt es noch einen Hundepool. Was ist denn das? Wohndecke. Sieht süß aus. Hat was mit dem Print. Irgendwie süß, aber brauche ich nicht. Notizbüchchen. Ach, das ist ja süß. Das ist süß, hä? So Notizbüchchen. Büchlein. 1,69. Mit Stift, Radiergummi. Ach so, so eine kleine süße Geschenkidee, ne? So als Mitbringsel. Oh, das finde ich voll süß jetzt. Alles süß finde. Für die Hunde. Süß. Und auch für kleinere, ne? Textmarker. Das finde ich jetzt echt süß, gell? Lässt mir gar keine Ruhe. Schreibset. Duftkerzen. Oh, die sind ja schön. Das ist schön, dass sie, wie es draufgeschrieben ist. Ich rieche nichts. Die riechen meistens nie so gut. Das ist auch süß. So für einen Schreibtisch. Da ist Twister. Twister Splash. Ah, das macht dann bestimmt auch Spaß. Das ist cool. Taucherbrillen. Flugwurf. Flugzeug. Das bestimmt macht auch Spaß. Nimm das normale. Gewürze. Ketchup, Celebration, Kaugummis. Ja, das brauche ich, dann höre ich noch weniger. Das ist dieser Family Pool. Die sind ja auch süß. Wo sind diese Getränkbecher? Edli auf Schweden. Was ist das denn? Das sieht ja schön aus. Die ist schick, gell? Das ist so blöd, jetzt da drin so halb. Was ist das für ein Handy? 13 Pro. Toll. Ich hab 15 Pro mit. Oh, die ist auch schön. Richtig schick. Das ist alles 13 Pro, oder? iPhone 13, 13 Pro. Was kosten die denn?
Da fehlt das Schild. Da steht ein Preis. 1,99. Boah, das ist aber günstig, oder? Schön. Ich glaube, die sind auch neu. Die sind auch schön. Die Dinger da oben sind cool. 3,99, da könnt ihr die Perlen. So schöne. In allen verschiedenen Varianten. Ich hätte bis zum Regen nicht mehr gemacht. Auch cool. So eine Box kann man schön sortieren. Was ist das? Ah, das ist so ein Spitzenband. Das ist süß. Oh, toll. Was ist das? Ach, Transferpapier. Das ist ja auch cool. 2,99. 4 Stück. Schere. Oh, süß. Das sind so Stoffe, Handarbeitsstoff zum Basteln. Gibt es auch mit Blumenbund. Bunt. Auch süß. Oder Regenbogen. Bastelsachen haben die eh immer so viel. Sorry. Aber wenn ich selber gucke, dann halte ich es nicht rein. Ach, süß, zum selber basteln. Die Laternen. Ja, wenn man keine Hobbys hat, gell? Das ist cool, das haben wir mal zum Kindergeburtstag gemacht. Das ist einfach so ein Holzregenbogen und dann durften die Kinder den alle anmalen. Fanden die richtig cool. Also so eine Kindergeburtstagsidee gibt es auch wieder. Das, oh, da kannst du auch was basteln. Was auch immer. Da kannst du halt so mit dem Kindergeburtstag, ne, so richtig tolle Sachen machen mit denen. Und hier echt super günstig kaufen. Da kann man echt nichts sagen. Oh, cooles Papier. Finde ich echt cool. Zum Einpacken oder so. Richtig günstig auch. Spitze. Kinder freuen sich doch über sowas immer total. Zirkel. Taschenrechner. Viele bunte Farben. Wo gehen wir hin? Jetzt wird's voll. Notizbüchle. Ich bin jetzt mal ein Stückchen weiter hintergegangen, weil von einmal ein ganzer Bus gekommen ist. Kennt ihr den Spruch? Ein ganzer Bus kam. Ja, und hier geht's wieder, schaut's. Oh. Also, sie haben es umgebaut, also ich check's immer noch nicht. Deswegen laufe ich sowieso verplant. Verlängerungskabel ist auch mal ganz praktisch. Was haben die für schöne Möbel? Das sieht auch schön aus. Das finde ich auch cool, ne? Wenn du einen Garten hast und einen Tisch so drüber. Da sind die Preise. Das interessiert euch ja immer, gell? Der Tisch ist ja auch schön. So ein kleiner Beistelltisch. Jetzt hat sie mir das Briefing geschickt. Schön. Das habe ich jetzt dabei für den Flohmarkt zum Verkaufen. Am Samstag gehe ich auf jeden Fall, wahrscheinlich wenn das Wetter passt, auf den Flohmarkt mit meiner Großen. Da freue ich mich schon voll. Ich habe schon ganz viele Sachen zusammengepackt, deswegen darf ich jetzt nicht so viel kaufen hier. Ne? Wobei, wenn man wieder was verkauft, dann kann man wieder was Neues kaufen. Oh, die sind schön, ne? Für Nüsse oder so. Gefällt mir gut. 1,99. Gefällt mir echt gut. Was ist das? Ach, das ist ein Regal. Das sieht ja cool aus. Mega stylisch, oder? Was sind jetzt die ganzen Tiersachen? Das ist dieser Hunding-Pool wieder. Süß. Das sieht auch süß aus, oder? Für Katz. Ja, ich habe kein Tier, deswegen weiß ich da nicht immer, was ich da euch zeigen soll. Hier. Aber das ist so gleich kaputt. Oh gut, kostet auch nur 63 Cent.
Ja, okay. Hier interessiert mich wirklich nicht so viel. Aber ihr habt es gesehen, ne? Hier gibt's was. Der Koffer ist ja schön. Der sieht cool aus von der Farbe, oder? Mega. Cool. So, Schlafaugenmasken. Das ist falsch drin gewesen. Ordnen wir gleich, ja? Noch mehr Augenmasken. Nee, das sind Gepäck. Dass man dein Gepäck wiedererkennt. Das ist ja auch cool. Travel-Socken. Da habt ihr mich ganz oft gefragt, woher ich meine Koffergurte habe. Natürlich von Action. Gibt sogar mit Schloss auch. Aber ich habe so einfache. Reicht völlig aus. Solche Schlösser. Kofferwaage. Doch, solche Koffer. Die haben hier voll viel. Zum Reisen. Hier gibt es auch so Nackenkissen. Ne? Wenn man jetzt in Urlaub fährt. Auch ganz toll. 2,95. Kannst dich nicht beschweren. Reisehandtuch. Das ist ja cool. Schau mal, wie dünn das ist. Wiegt nicht viel. Mikrofaser hier, 10x50. Auch coole Idee. Jetzt kommt die Werkzeugabteilung hier an. Ja. Das sind die ganzen Farben. Schrauben. Ach, Tapeten. Nur so komische. Rote Tapete mit Klebstoff. Da brauche ich jetzt nichts. Es gibt sogar Fahrradhelme. Ja, Kinderhelme. Mit Lizenz. Sogar Prinzessin. Oh, sorry. Fokus war dann mal ganz weg. Wieso kriege ich so viele Nachrichten? Auch Regenponcho und sowas. Das brauchen wir gerade ganz extrem. Regenschirme. Hier schaut. Also bei uns ist ja Dauerregen ausverkauft, deswegen hier kaum. Fahrradbrille. Lauter Klingeln. Das sieht süß aus. Die ist doch echt süß. Fokus. Ich glaube, ich muss meine Linse putzen. Ganz viel Fahrradsachen. Ah, die Luana hat eigentlich braucht sind Kister, glaube ich. Aber das passt es über ihren Roller. So ein Zahlenschloss. Muss ich dran denken, das mitzunehmen. Oder ich halte es in der Hand. Ich habe keine Tasche dabei. Muss ich dran denken. Ich mache mal den Rundgang mit euch erstmal fertig. So, jetzt sind wir hier in der Babyabteilung. Gibt es hier was Neues? Das ist auch süß. Diese Lätzchen finde ich auch toll. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt. Gell? Brauchen wir alles nochmal. Badehöschen. Aber die halten ja nichts auf. Die sind ja ganz dünn. Ne, wir haben so dickere Badehöschen extra. So Jungs. Aber gibt's. Schwimmwindeln auch. Lesebrillen. 1,5 Euro. Was haben wir da? Da ist sogar ein Bademantel. Das ist neu. Sieht sogar gar nicht mehr so schlecht aus. Für 2,95 ist das ein guter Preis. Wie fühlt sich's an? Doch gut. Was ist das für ein Stoff? Hier? Keine Ahnung. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Kann man sich nicht beschweren. Das ist auch schön. Hier haben wir so schöne Handtücher. Badvorleger. Doch schön. Hm? Wimpern. Dieser Haarbürste Einhorn. Da kannst du so tolle Geschenke machen für so kleine Mädels. Du kannst so einen Geschenkekorb machen oder so. Du kannst es reinlegen, die freuen sich doch wie Bolle. Das ist auch noch voll cool. Was ist das? Keine Ahnung, zum Locken machen ist das doch, oder? Glätteisen gibt es hier sogar. Styling Stab Haarföhn. Aber ich sehe noch keine Wimpern. Das ist cool. Sehr cool. Meine neue Haarspängerle könnt ihr auch wieder kaufen. 99 Cent. Die sind auch noch so. Och, die sehen ja fast noch süßer aus. Da muss ich auch noch was mitnehmen. Jetzt habe ich keine Tüte dabei.
ist auch schön, ja. Da noch mehr Haarspringerle. Kosten halt einfach auch nicht viel, ne? Ach, kannst, sowas kannst du ja. Da, wenn du keinen Bock auf Fädeln hast, dann kaufst du schon fertig. Entweder kaufst du die Perle hier oder kaufst du schon fertig. Sehr cool. Helium. Helium gibt's auch. Ja, und so ganze Pflaster und Bandagen, Sport. Sport wollte ich anfangen, ja. Sport. Was gibt es da für einen Sport? Und Balanceboard. Das ist ja auch cool. Für 9,95. So ein richtiges Board. Das finde ich cool. Doch, aber braucht man das? Oh, wahrscheinlich nicht. Cool finde ich es trotzdem. Da brauche ich nichts. Jetzt gucken sie mich schon wieder blöd an. Es sind immer nur die Leute, die blöd gucken. Da sind Wimpern. Jetzt sind wir richtig. Aber das sind wieder nicht einzelne. Das sind solche ganzen Bänder. 79 Cent. Das ist so schwer. Warum ist das so schwer? Glut mit Kleber und alles. Aber die halten ja dann noch einmal. Aber oben, wenn ich meinen Kleber nehme. Aber da sind die Bänder auch so gut. Das ist dann immer saublöd. Da ist nochmal so 1,11 Euro. Ich bräuchte echt so einzelne eher. Also mal zum Testen ausprobieren. Die habe ich zu Hause. Aber die habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Weil das sind irgendwie so Magnetdinger. Aber ich bin gerade so zufrieden mit dem, wie ich es mache. Mit dem Kleber und den einzelnen. Was ist das? Eine Handmaske. Das ist ja cool. So ein Handschuh drin. Ein Nagelclipser. Könnte ich mir mal hier kaufen. Mentos Lippen Labello. Ich sag ja, da kannst du hier so richtig kleine Geschenke machen. Das ist ja süß. Puderbrush. Was ist das? Bomb Tape. Ich habe keine Ahnung, was ein Bomb Tape ist. Lippenstifte. Boah. Maximal Lippenstifte. Guckt mal rein. Das sieht ja cool aus. Ganz viele verschiedene. Und die, glaube ich, soll auch gut sein, oder? Habe ich mal gehört. Aber jetzt brauche ich sie ja nicht mehr. Ja. Das ist halt echt doof. Dass es keine einzelnen hier gibt, echt schade. Oder sehe ich es noch nicht? Nee. Da, wow. Das ganze Paletten. Ich habe schon lange keinen Lidstrich mehr genommen. Lidschatten. So, als wurde ich gerade fast umgerappt. Nett. Nämlich eine mit dem Wagen, hey. Fast Nike gefahren. Ich bin geflüchtet jetzt gerade. Und diese coolen Schuhe. Nein, das sind von Aldi, ich glaube 4 Euro oder so. Günstiger, ne? Süß. Sieht auch süß aus. Ah, hier gibt es sogar Uhren. Aber noch so kitschig. Nicht schön. Nicht schön. Was haben wir hier noch? Da brauchen wir nicht. Aber Gartenabteilung würde ich noch gerne gucken. Gehen wir mal in Gartenabteilung, oder? So eine kleine Kühlbox ist ja auch cool. Die ist ja wirklich, ne, im Vergleich, da seht ihr mal, wirklich so klein. 4,99, süß. Wenn du zum Baden gehst oder so, auch cool. Alpina-Kanne mit Bechern. Und das ist praktisch für den Garten. Für die Kinder, ne? Können sie sich selber einschenken. Irgendwie auch nicht hübsch. Das ist das ganz hübsch, ne?
nur aus Glas welche. Ein Eis für die Portion. Und da gibt es auch in Gold. Da funktioniert das schon immer so gut. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe noch keinen Eisportionierer. Ich glaube, ich hatte mal einen, ist er kaputt gegangen. War bestimmt von Action. Keine Ahnung. Klowasser. Für alle Camper. Hier gibt es auch Klowasser. Wasserbottle. Wer läuft denn so rum? Ganz ehrlich. Wie so ein extrem großer Quetschi. Wasserbottle. Okay. Das sieht auch cool aus. Das ist aus Metall. Zelt, schau mal, hier gibt es ein Zelt. Pop-up-Zelt. Ah, da muss ich mal genauer schauen. Vielleicht noch ein Zelt. Ist das was? Taugt das was? Was ist das? Doppelwandiges Wurfzelt. Das ist ein Strandzelt. Und das. Tut mir jetzt leid. So. Ach, so ein Hocker, genau, wollte ich auch noch gucken. Da gibt es sogar so. Ich brauche den Flohmarkt noch. Ja. So, und das ist was anderes. Das ist ein Strandstuhl. So Klappstühle. Haben die das auch? Mal gucken. Da, aber das ist ein Barhocker. Der ist ein bisschen hoch. Ich habe auch keinen Preis dran. Ein Zelt, das ist auch noch cool. Das was ist. Ein Wurfzelt. Für. Hält auch ein bisschen Regen aus. Zwei Leute. Das ist auf jeden Fall nicht teuer. Könnt ihr mal testen. Hier gibt es sogar einen Bollerwagen. Faltbarer Wagen. Aber wir hatten mal einen billigen, dann haben wir den wieder weg und haben uns einen teuren geholt. Das ist halt nicht geil, wenn die Reifen so die ganze Zeit machen. Ah ja. Das sieht ja auch cool aus. Schaut mal. Ist das so eine Wand, oder? 30. Ah nee, das ist das da. Ich dachte, das ist jetzt das Holzding, weil das ist das zum Ausdrucken. Hier, schaut mal. Was würde man denken? Ich will die Wand und nicht das da. Da gibt es auch solche Kissen. Solche Kissen. Outdoor-Sachen halt. Ne? Lampion, Solar. Ist aber schon weniger geworden. Es gab schon mal mehr. Ja, also bitte, gell, beschwert euch nicht. Wenn ihr mich nicht hört, dann macht den Ton lauter. Macht alles still. Abenteuer groß. Ach, das sieht ja auch cool. So was hatten wir. Ach, das gibt es noch unterschiedlich mit Dino. Hatten wir auch schon, haben die Mädels aufgebaut und voll Spaß gemacht. Gibt es auch noch ein paar Samen. Sehr schön. Ach schon, da gibt es noch mehr. Da gibt es auch so einen Schlafsack. Der ist aber morgen, kostet der 9,95. Ich glaube, den hole ich dann morgen. Dann haben wir noch einen Zeltteppich. Oh, das ist kratzig. Ach so, das ist sowas. Kissen. Aufblasbares Kissen. Eine Wäscheleine. So Matten für unten drunter. Die bräuchte man dann fast auch noch. Was kostet die? Stiften können. Ah, ich komme der Camping-Sache schon näher. Gibt es auch sowas? Mülleimer. Süß. Und mein gelber Sack sieht so aus. 3,99. Oh, das finde ich schön. Schaut mal. Das ist so ein Türvorhang eigentlich aus Makramee. 100 x 240.
glaube, da nehme ich jetzt einen mit, weil wir haben das an den Fenstern, an den Balkontüren. Oder gefällt mir das fast besser? Aber das probiere ich aus, das nehme ich mit. Später. Ich muss alles einsammeln. Ne? Die Spielzeugabteilung. Schön draußen Abteilung. Was sind das? Tennistrainer. Okay. Kegeln. Taucherbrillen. Ah! Die Strandeimer. Kunststoffklappdinger. Die sind praktisch für den Urlaub mega. Falls ihr gerade welche sucht. Wir haben zwei Luftmatratzen. Man muss ja fast in den Urlaub, weil hier gibt es ja keine Sonne. Das ist auch cool. 390. Kann man immer mit schön klein in Urlaub mitpacken, in die Handtasche. Noch was zu spielen. So kleine Mini-Puzzle auch. Das ist aber auch neu, gell? Meine ersten Puzzle. Das ist süß. Wir haben so viele Puzzle, müssen immer mehr Puzzle langsam. Oh, so ein Badebuch. Niedlich. Mit drei Seiten. Das ist auch nicht toll. Reisespiel. Schau, ich habe sogar so Reisespiele. Ach so, was man fühlt, oder? Was ist das? Das ist auch cool, ich habe mir das Schaumstoffsticker. Sticker gibt es hier ja sowieso in allen möglichen Varianten. Und ich glaube gar nichts Neues. Das ist sehr cool. Das ist eine Schreibunterlage. Ja, nicht zum Schneiden, das ist klar. Scooby-Doo. Perlen. Das habe ich mir im Wochenantwort für 1,49 mitgenommen. Ja, ich hoffe, euch hat der Action-Live-Rundgang gefallen. Ihr hattet Spaß, ihr hattet Unterhaltung. Übrigens, meine Ausbeute ist klein ausgefallen, weil ab morgen ist der Schlafsack im Angebot. 2 Euro günstiger, hallo, das weiß gar nicht, wo ich reinschauen soll. Das muss ich auf jeden Fall... Du siehst mein Auto? Ah, die sieht, glaube ich, gar nichts mehr. Also, die Wagen und... Naja, genau, morgen ist der Schlafsack 2 Euro günstiger, deswegen fahre ich morgen nochmal kurz hin und... Hallo? Wer 2 Euro nicht ehrt, ist des weiteren Geldes einfach nicht wert. Ohne Scheiß. Ich sehe es immer noch so. Morgen 2 Euro günstiger. Ich brauche ihn nicht sofort. Also kann ich ihn auch morgen kaufen. Und dann habe ich das eigentlich noch mitgenommen. Das fand ich so schön. Ich bin mal gespannt, wie es in live ausschaut. Werde ich jetzt dann gleich aufbauen. Seht ihr dann auf Instagram. Da könnt ihr mir immer sehr, sehr gerne folgen. Da würde ich mich tierisch freuen. Lisa Schnapper heiße ich da genauso wie hier. Lasst hier sehr, sehr gerne ein Abo da. Kostenlos, kostet nichts. Und auf Instagram genauso. Da fahre ich nämlich jetzt gleich noch zum Aldi. Mal schauen, vielleicht finde ich da auch das ein oder andere Schnäppchen. Weil da wollte ich einen Klodeckel kaufen. Der ist ja mega geil. Den haben wir schon und den brauche ich nochmal. Ich hoffe, den gibt es noch, weil heute ist ja schon Dienstag. Und das habe ich für die Luana noch mitgenommen, weil die will immer mit dem Roller fahren. Die fährt ja jetzt auch schon allein durchs Ghetto. Ja, schon, ist halt auch schon groß. Und dann habe ich gesagt, ich muss aber den Roller schon absperren. Ne? Das ist halt einfach so, dass jemand einfach wegrollen kann. Deswegen habe ich jetzt so ein Schloss gekauft. Mal nur gucken, dass wir eine Zahl finden, wo sie sich dann auch merken kann. Sonst steht sie vor verschlossenem Roller, aber das ist immer besser für Kinder, finde ich. Genau, anstatt einen Schlüssel, den sie eh dann nochmal verlieren. Genau, ihr Lieben, das war der Action Live Hall, Live Rundgang. Hall ist es ja eher weniger geworden. Morgen dann. Wobei ich da auch mit meiner Freundin eigentlich unterwegs bin. Da muss ich vielleicht danach... Schauen wir mal. Der Tag morgen ist ja genauso lang. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Über den Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.